Und damit herzlich willkommen zur Russwirt-Kampagne von Iron Harvest. Wir haben ja vor kurzem die Polania-Kampagne abgeschlossen und jetzt geht's direkt weiter mit den Russwirts. Und die erste Zwischensequenz haben wir schon gesehen, die wurde ja so am Ende der Polania-Kampagne abgespielt, aber da das ja alles so sauber abgetrennt ist und wir jetzt frisch mit den Russwirts reinstarten, spielen wir sie natürlich nochmal ab. Für alle, die sie schon gesehen haben und überspringen wollen, skippen einfach ein paar Minuten vorwärts. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Bevor wir mit der Mission gebrochene Waffenruhe loslegen, schauen wir uns nochmal Yanneks Geschichte an. Yannick? Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, aber ich muss gehen. Wir dachten, du bist tot. Was ist das? Ich erkläre dir alles später. Jetzt. Wo bist du gewesen? Ich schwöre. Meine Männer sagen, er ist ein Russwirt-Agent und gehört zu Subov. Ich will aufdecken, für wen er wirklich arbeitet. Du meinst Fenris? Du. Was weißt du über Fenris? Nein, du bist dran. Warum arbeitest du für Subov? Was ist das für ein Anzug? Und warum bist du noch am Leben? Ich warte. Es war vor 4 Wochen. Ich war bei den Friedensverhandlungen in St. Petersburg. Ich habe für die Sicherheit unserer Delegation gesorgt und die Verhandlungen zogen sich hin. Verfluchte polanische Bauern! Wir brauchen eure Kartoffeln für Fritz und Helga! Niet! Wir brauchen die Kartoffeln für Wodka. Mehr Wodka! Wenn ihr unsere Kartoffeln anrührt, erwürge ich euch eigenhändig! Na los, Onkel Lech! Hau ihm endlich eine rein! Es steht eine Flasche Schnaps auf dem Spiel. Es geht doch wirklich nichts über Politik. Glücksspiel um Geld oder Schnaps in dieser Stadt ist verboten. Glücksspiel ist es nur, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Mein Onkel und euer Mann prügeln sich, bevor das Treffen vorbei ist. Wollen wir wetten? Sie sind Lechkos Neffe. Yannick, richtig? Wissen Sie, wer ich bin? Sie sind mir aufgefallen. Sie sollten sich nicht auf Dächern rumtreiben. Sonst hält man sie noch für einen Scharfschützen. Schwierig ohne Gewehr. Ihre Leute haben uns gezwungen, unsere Waffen abzugeben, oder nicht? Das hier sind friedliche Verhandlungen. Und wir möchten, dass das auch so bleibt. Etliche friedliche Angreifer. Infanterie, einfache Waffen. Aufständische. So, ja, das war's. Und wir legen jetzt direkt mit der gebrochenen Waffenruhe los. Ein Überraschungsangriff auf die Friedensverhandlungen in St. Petersburg zwingt Yannick und die russwirtische Agentin Olga Morozova zusammenzuarbeiten, um einen Aufstand zu verhindern. Okay. Verliere keine Mächte, erreiche den Palast innerhalb von 10 Minuten. Gut, schon mal schön zu wissen, dass wir gleich mit Mächte starten. Zumindest ist das so ein kleiner Hinweis. Ja gut, dann starten wir rein und beginnen mit den Russwirts. Wie sind Sie in die Stadt gekommen? Das werde ich herausfinden. Bin dabei. Nichts da. Sie haben ja nicht mal... Was? Хорошо, aber stehen Sie mir nicht im Weg. Wir da. Haben ein neues Primärziel. Man hält sie noch für einen Scharfschützen. Wie denn ohne Gewehr? Zack, hol dein Gewehr raus. Ja, natürlich, klar. Jetzt bist du ja total unverdächtig. Aber gut. Ich habe hier reichlich Feindbewegungen. Mensch Gott. Friedliche Proteste. Ja? Dann. Gibt's neue Informationen? Dem Zaren!
wie hier Janik so schön gesagt hat, friedliche Angreifer. Das heißt, wir kämpfen jetzt tatsächlich gegen polanische Widerständler? Interessant. Okay, Janek ist quasi Scharfschütze, ganz nach, ganz wie seine Schwester. Und sie hat anscheinend eine Maschinenpistole. Nach da drüben? So wie es mir aussieht. Und eine Nahkampfwaffe. Was hast du für Skills? Passivtarnung gegen unsichtbar. Sieht nach einer Waffenstelle aus. Wie lange? Wie ist sie getarnt? Wie funktioniert das? Für das Volk. Für das Vater. Jetzt, verdammt, jetzt kommt Empire of Flashbacks. Ah, Empire Earth, mein Gott. Ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr ich Empire Earth mag, das erste. Die russische Kampagne, die deutsche Kampagne, einfach alle Kampagnen haben irgendwie einfach ihren eigenen Wiedererkennungswert. Und vor allem die russische Kampagne, da die eine ziemlich gute fiktive Story erzählt hat, so mit Grigor und dem Roboter und so. Irgendwann... Ich habe tatsächlich mehr Lust, Empire Earth 1 zu re-let's playen, als Empire Earth 2 zu let's playen oder sowas. Ich weiß, es gibt noch was on, aber... Junge, du bist... Es zielt sich ziemlich schwer, wenn man Kugeln im Hinterkopf hat. Gibt's irgendeine Möglichkeit? Ah ja, hier, Nahkampfangriff. Moment mal, gab's das schon die ganze... Gab's diesen Nahkampfangriff schon die ganze Zeit? Achtet nicht auf mich. Haben Sie schon einen Plan? Wir können uns hier nicht heilen, oder? Das ist natürlich schlecht. Ich bin jetzt zu sehr von Wojtek gewohnt, dass er mir ein bisschen Heilung mal vorbeibringt. So ist es ein bisschen schwieriger. Es heißt die oder wir. Aber es gibt den. Hat das auch bei den Mechs funktioniert? Mit den Bayonets, wo ich ja gesagt habe, hier, das wäre cool, wenn ich den jetzt zum Nahkampf zwingen könnte. Die Brücke sollte eigentlich bewacht sein. Dann sollte mal wer ein ernstes Wort mit der russwirtischen Sicherheitschefin reden. Nicht lustig. Ich fand's schon. Ja. Na schön. Der Klassiker von wegen, nur weil du es nicht lustig findest, macht es das nicht weniger ein Witz. Eine ausgezeichnete Stelle. Das ist ein ganz schon so gut wie. So, da haben wir noch mehr. Du, weißt du was? Du gehst mal wirklich ran und machst mal Nahkampf. Sag mal, was du mit deinem Säbel kannst. Schnierzel. Ich glaube, das ist effektiver. Die mache ich fertig. Oh, Achtung! Der Liebling des Zaren verbrüdert sich mit dem Feind. Aus dem Weg, Subov. Die war's. Die Polanier haben die Tore geöffnet, während ihr Delegierter mich angegriffen hat. Leicht verdienter Schnaps. Was? Das kann gar nicht sein. Das war jemand von innen. Ich beschütze den Zaren, bis meine Männer den Angriff abgewehrt haben. Meine Palastwache hat alles unter Kontrolle. Offensichtlich nicht. So ein Arschloch. Ja, aber leider hat er recht. Wo sind alle? Hier, ich gehe ins Hauptquartier. Wir sehen uns dort, falls Sie noch helfen wollen. Warum gehen wir nicht zusammen? Aus diesem Grund. Das war ein exzellenter Pfiff. Short. Nein, wirklich. Sehr gut, aber vielleicht sollten wir los. Irgendwas stimmt hier nicht. Los, Beeilung! Wir haben einen. Hat die auch einen Bär oder sowas? Ja? Okay, was auch immer sie gepfiffen hat, das kam nicht. Oh, ich glaube, das sind. Yay! Russwietische Infanterie. Es heißt die oder wir? Dann mal. Ah, Moment. Jetzt möchte ich mal sehen, wie ihre Maschinenpistole funktioniert. Sie. Oh ne, okay, das ist nicht nur eine Maschine. Jawohl. Ja, es ist. Ah, wie hießen die Dinger nochmal? Wo kommen die alle her? Rebiata, kommt mit uns. Wir brauchen Kämpfer wie euch. Nach ihnen. Eine ausgezeichnete. Genau, so nah an die Front. Ich weiß. Mann, das ist tatsächlich ein. Eine Maschinenpistole gewesen von den Sowjets. Ich komme gerade nicht drauf, wie die hieß. Das, was die verwendet. Das Ding auch mit dem Trommelmagazin. Ja, super. So viel zu den Kanonen.
So, jetzt haben wir mal Schrotflinteninfanterie. Das heißt, wir gehen auf Tuchführung. Guck, guck. Deckung, was soll das sein, Genosse? Achtet nicht auf mich. Geben Sie mir irgendwas zu tun. Ah. Schauen wir mal weiter. Ich glaube, mit den Sturmtruppen, ich habe es ja schon wirklich gesehen. Wie hießen sie? Vortruppen. Vortruppen, das habe ich ja schon in der Kupolania-Kampagne stark genug gesehen. Effektivste mit denen ist wirklich die Stellung zu stürmen. Nicht große Deckung rumzukauen, sondern die Deckung zu stürmen und dann den Gegner im Nahkampf wegzuschrotzen. Einfach nur. Verdammt. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Okay. Ich bin ja mal gespannt. Was ist hier los? Das finden wir bald raus. Los! Komm, ihr nehmt mal Granaten. Eine weitere Mission? Ich bin ja mal gespannt, was es mit diesen Aufständischen. Das ist vermutlich nicht gut für die Friedensverhandlung. Meinst du? Wirklich? Roswirds Beste bereit, den Feind zurückzuschlagen. Einsatzbereit. Ich kann ja mal die eine oder andere Vermutung aufstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Lech was damit zu tun hat. Ich meine, klar könnte noch was Tieferes dahinter stecken. Wie jetzt, dass vielleicht Zuboff irgendwie noch dahinter steckt oder so. Aber meine erste Vermutung wäre wahrscheinlich so, wie ich jetzt auch von seinem Ziel mitbekommen habe, von Lech, der sich überhaupt nicht damit zufrieden gibt, dass hier Polania so zerrissen wird einfach von Saxony und von Roswirz. Er einfach gedacht hat, okay, er sabotiert die Friedensverhandlungen jetzt so, dass der Krieg neu angestachelt wird und Polania mit voller Kraft jetzt nochmal alle vertreibt oder so. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es zu Lech passt, dass er, dass das so sein Ding. Also, das ist eine meiner Vermutungen. Ansonsten könnte man sagen, es ist das Offensichtliche und Zuboff steckt irgendwie dahinter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Lech auch irgendwie dahinter steckt. Zumindest von allem, was wir von ihm gesehen haben. Ich meine... Nicht schlecht. Ah, es steht sogar Tiger, ist es, Von ihrem treuen Zahntiger Changa begleitet. Dann wissen wir jetzt auch Bescheid. Was gibt es zu tun? So, einmal Grenadiere mehr. Machen wir. Na schön. Hier könnte ich nochmal heilen. Das mache ich gleich noch mit dem beschädigten Vortrupp. Kinderspiel. Es gibt keine besseren als uns. Wie bin ich denn hier reingeraten? Du tötet diese Schweine! Sollte kein Problem sein. Es heißt die. Jetzt. Granate. Oh Gott, da kam eine zurück. Die mache ich fertig. Neue Befehle für Russland hinter sich. Kommen Sie zum Punkt. Es gibt hier nichts zu sagen. Haben Sie schon einen Plan? Alles klar. Klar doch. Oh Gott, bis wir da oben sind. Könnte ein bisschen Zeit vergehen. Am besten, ich warte mal, bis die sich jetzt, weil sobald ich da rangehe und... Was benötigt Mütterchen Roswirth? Es gibt keine bessere. Sekundärziel abgeschlossen. Marsch! Hilft den Wachen gegen die. Oh Gott, sag bloß, die haben das von selbst geschafft jetzt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, nice. Dankeschön. Geben Sie mir irgendwas zu tun. Gehen wir es an. Du wollt nicht bei mir mitmachen? Ich bin bereit. Ich werde es sichern. Anscheinend nicht. Natürlich. Okay. Klar doch. Ist in Ordnung. Gut, dann gehen wir mal den sichereren Achtet Weg. Nicht auf mich. Eine ausgezeichnete Stelle. Hm? Was ist hier los, Soldat? Die Brücke ist gesperrt. Da kommt keiner durch. Wie konnte das passieren? Es waren einfach keine Wachen in der Gegend, um sie aufzuhalten. Und was jetzt? Es gibt einen Unterschlupf, genau hier. Dort habe ich alles, was wir brauchen. Weiße Flaggen? Fernzünder. Das könnte auch gehen. Wir haben ein neues Primärziel. Also Janek, jetzt, wir sind ja nicht in der französischen Kampagne.
Es ist übrigens eine gute Frage, die jemand gestellt hat, im Sinne von, was ist eigentlich mit Frankreich in dieser alternativen Realität? Ich meine, man geht ja davon aus, dass etwa bis zum Ersten Weltkrieg, bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg, so Beginn des 20. Jahrhunderts, alles so parallel wie bei unserer Geschichte verlaufen ist und sich dann eher die Technologie hin zu Mechs entwickelt hat und dann alternativ alles gegangen ist. Dementsprechend ist halt die Frage, was mit Frankreich eigentlich ist hier, ne? Was benötigt Mütterchen Roswiet? Aber... gehen voran. Ja, da hinten alles, was wir brauchen. Aber gut, jetzt, da es hier auch heißt... Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Also ich glaube nicht, dass Lech alleine dahinter steckt, wenn er was damit zu tun hat. Ich glaube, es... Ja, dass Lech und Zuboff zusammengearbeitet haben. Ich lauere in den Schatten. Ich meine, dadurch war ihre Interaktion dann doch zu... Ich weiß nicht. Lech hat ja nicht irgendwie was verloren, wie von wegen du verdammter Verräter oder sonst irgendwas. Schwer zu sagen. Aber irgendjemand von Roswiet hat auf jeden Fall da mitgewirkt. Offensichtlichste ist, dass es Zuboff war. Denn es heißt ja schon, es kann ja nicht nur Lech gewesen sein, weil es sind ja wirklich roswietische Wachen verschwunden. Komplett. Wir haben hier was für Sie. Gegner ausgeschaltet. Wie geht's weiter? Auf mich. Es sind einfach Wachen abgezogen worden und ihre Band konnten übernehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand von Polania dahinter steckt, der die Rebellen mobilisiert hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass es Lech ist und irgendjemand von Roswiets, Zuboff ist das offensichtlichste, der die ganzen Wachen entfernt hat und alles in die Wege geleitet hat, dass die Aufständischen auch so erfolgreich wie möglich sind, um den Frieden zu stören. Und dass da uns das hinter allem im Großen und Ganzen dann hier... diese Organisation dahinter steckt, der Name ich schon wieder vergessen habe. Ich komme jetzt gerade echt nicht auf den Namen. Kommt schon, kurzer Prozess. Nein, Genosse. Wir brauchen deinen Körper noch. Schade. Ich gehe rein. Maestro, ich sehe das Ziel. Ich habe mich um sie gekümmert. So, erwischt. Das ist der Unterschlupf. Ich habe hier Waffen versteckt, inklusive Fernspringsätze. Klar doch. Ja. Ja. Worauf wartest du? Geh rein und hol die Sprengsätze. Ich buddel lieber ein bisschen dran rum. Kommen Sie? Was gibt es zu tun? Habe ich doch gemacht, oder? Oder hat es jetzt nicht gezählt, weil ich es mit beiden gemacht habe? Ich hab's. Ich kann die Sprengsätze an Gebäuden und Mechs befestigen und aus der Ferne zünden. Sauber. Das sollte auch für die Barrikaden reichen. Richtig. Na schön. Ja, gut. Nehmen wir die Rechte. Da haben wir schon geräumt. Kinderspiel. Speichern wir mal. Die erste Roswiet-Mission. Ja? Klar doch. Eine ausgezeichnete Stelle. Die Wachkaserne. Sprenge die eine der Barrikaden, das wollen wir ja machen. Hm? Gute Idee. Ist mal hier in Deckung. Einsatzbereit. Da drüben, sehen Sie? Oh, Achtung! Holla, la, la, la. Sieht eine Stelle aus. Geh in Deckung! Vorwärts! Habt ihr immer noch nicht genug? Ah, die Infanteristenstürme dran. Komm, ich leg meinen Sprengsatz direkt beim MG. Ich bin mal so nett. Das macht das alles ein bisschen schneller. Boom. Oh, das muss wehtun. Das da hinten ist ein Roswiet-Pionier gewesen. Kann das... Das sind Roswiet-Pioniere. Weil, ja, auf irgendeine Weise Roswiet und polanische Rebellen haben hier zusammengearbeitet. Gibt's neue Informationen? Jetzt müssen wir warten, bis der Cooldown ein bisschen abgeschlossen ist. Ich habe ja vorhin ein bisschen verbraucht, den ganzen Spaß. Haben Sie schon einen Du hast noch keine neuen Fähigkeiten, du hast jetzt zumindest die Bomben passiert. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wie funktioniert das mit der Tarnung? Bis sie ihnen sehr nahe kommt oder mit Objekten interagiert. Sie wird wieder unsichtbar, weil keine Gegner mehr in der Nähe sind. Okay, jetzt vorhin, wo sie sonst nichts machen konnte, war die Unsichtbarkeit so lala. Jetzt, wo sie auch Sprengsätze legen kann, ist das natürlich sehr, sehr interessant. Das heißt, sie kann wirklich sehr nah auf Tuchfühlung gehen. Und wenn die Gegner sie bemerken, ist es schon zu spät und der Sprengsatz hängt schon. Also das könnte echt interessant sein, auch um Mechs auszuschalten und so.
machen jetzt eigentlich bei uns mit? Ich bin bereit. Scheint. Ich gehe besser in Deckung. Kann die das MGB? Oh mein Gott, die kann das. Was gibt es zu tun? Okay, sie kann da zumindest. Sie kann sich ausrichten oder so, sie kann aber schießen. Ich gehe da drüben in Deckung. Sag bloß, nicht sie kann. Mein Stil. Kann grad sagen, hä? Natürlich. Werkzeug ausrüsten. Ich gehe besser in Deckung. Jawohl, dann haben wir es endlich. Ich habe ein Geschenk für euch. Hoffentlich reicht das so. Sollte kein Problem sein. Ihr solltet vielleicht nicht so nah da dran stehen. Sprengung. Das war's. Du, komm mit. Jawohl. Wo kommt die jetzt plötzlich alle her? Warum müssen sie jetzt angreifen? Sollen sie ihre Revolution haben, nachdem der Waffenstillstand unterzeichnet ist? Hey, Zar Nikolas ist ein guter Mann. Diese Revolutionäre werden nur benutzt. Sicher. Die letzten Jahre waren ja auch fantastisch für alle. Weil, hat er gerade ernsthaft gesagt, ja, mach doch die Revolution einfach, nachdem der Waffenstillstand unterzeichnet ist. Ja klar, natürlich. Passt schon. Haben Sie schon einen Plan? Klingt gut, okay. Es ist halt wirklich die Frage, wie man das... Es ist kein Zufall, dass das während der Friedensverhandlungen passiert. Ganz schön gewitzt für einen einfachen Soldaten. Du weißt etwas. Nicht jetzt. Die Kaserne ist gleich da drüben. Die Revolution auf! Sagt der Revolutionär. Befehle? Wenigstens nicht wie auf dem Präsentierteller. So, dann mal rein mit euch. Ihr seid die geborenen Stürme. Also schön davor und die Schrotflinte ins Gesicht halten und abdrücken, bitte. Ihr kommt vor und werft noch ein schönes Granätchen. Es hieß doch, verlieren Sie keinen einzigen Mech. Wann kriege ich denn endlich meine Mechs? Vorräte, wo war Erste Hilfe? Da hinten war. Was benötigt? Was jetzt? Nicht anhalten! Wir geben alles. Was haben wir hier hinten? Waffenkiste. Eine weitere Mission? Oh, MGs. Es gibt keine besseren als uns. Einsatzbereit. Na komm, bitte den mal MG schützen. Klingt gut. So hart waren die gar nicht. Muss was erledigt, so gut wie erledigt. Wie geht's weiter? Na schön. Hier sind wir. Vergeuden Sie ja nicht unsere Zeit. Wie bin ich denn hier reingeraten? Die Schützen stehen bereit. Ich weiß nicht, ob ich die Handkanone jetzt brauche. Ich meine, wenn jetzt, selbst wenn jetzt irgendwo ein Mech auftaucht, habe ich ja die Sprengladungen. Natürlich. Aber aktuell kämpfe ich gegen so viel Infanterie, dass ich jetzt ungern Anti-Mech-Waffen ausrüsten würde. Zum Palast, Kameraden! Vorwärts, Kameraden! Auf dem Weg. Feindliche Gruppe voraus. Guten Tag. Ich könnte jetzt eigentlich die MGs hier gebrauchen. Oh, da haben wir nochmal Sanitätszeug. Schöne Granate hier herwerfen. Und da stirbt man durch. Vorwärts! Ins Gesicht! Wutz, Junge! Oh. Ja, so eine Schrotflinte, das hat dann wie gibt's im Nachkampf. Guck, guck. Einsatzbereit. Hm? Ich lauere in den Schatten. Was gibt's zu tun? Du nimmst mal ein Medipack. Von mir aus. Haben Sie schon einen Plan? Klingt so, dann gehen wir mal zum Palast. Infanterievortrupp hier. Nutzt jede Deckung. Ja? Klar doch. Alexei! Was ist passiert? Wo sind die anderen? Bleib hier! Olga! Mist! Ah!
Changa. Er ist ein Freund. Heilige, das ist ein Tiger. Wir müssen zum Palast und unterwegs Helfer finden. Was ist passiert? Sie sind alle tot. Vergiftet. Jemand hat Changa eingesperrt, aber irgendwie hat sie überlebt. Hey, tut mir aufrichtig leid. Später. Auf zum Palast. Gut, er hat ihn, den quasi die letzte Ära erwiesen. Ich dachte schon wirklich, jetzt geht der Herr und klettert die Leiche. Gut, oh, lalalalalala, Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Das mit der Deckung ist immer so eine Sache, ne? Wenn, ich weiß nicht. Entschließt. Welcher den Palast, das haben wir ja. Ah ja, nee, nee, das war die Wachkaserne. Alle vergiftet. Vorwärts! Er wird nicht lange in Deckung umgekauert. Im Notfall werden die gefallenen Kameraden an der Front als Deckung benutzt. Das muss ausreichen. Endlich kann ich zergen ohne schlechtes Gewissen. So. Hallöchen, ne? Da können wir mal vorsichtig sein. Kannst du die raussnipern? Bereit für Befehle. Raus hier! Macht das Schaden? Nicht wirklich. Ich würde sagen, dafür eignen sich Granaten doch wunderbar. Liebesgrüße aus Russwiet, Mütterchen Russwiet. Schlachtruf. Sie stellen uns auf die Probe! Aua. Ja? Granaten gegen Gebäude waren auch schon mal effektiver. Vor allem gegen Leute in Innengebäuden. Haben Sie schon einen Plan? Guter Plan. Oh, Achtung! Ich mach mich klein! Ich bin bereits vertrunken. Sie werden kaum etwas spüren. Was ist mein Ziel? Hi. Sie sind schon so gut wie tot. Oh, oh. Auf geht's! MG präsentiert. Kinderspiel. Schon lustig, wie sie aber schon Autos so... Wie bin ich denn hier rein? Ja, das könnten schon so 20er sein, das passt. Sollte kein Problem sein. Ich gehe da drüben in Deckung. Ich lauere in den Schatten. Ja, komm. Das MG hat auch nur begrenzt Kugeln pro Sekunde. Pro Minute eher. Irgendjemand von euch schafft schon durch. Los, ihr wollt Kommissarin Olga doch nicht enttäuschen? Ich muss sagen, dass die Waffenmannschaften oftmals richtig lange durchhalten. Du weißt, wer hinter diesem Angriff steht, oder? Nicht die Revolutionäre. Die werden nur benutzt. Von wem? Es darf Fenris. Ich mal. Fenris war es genau. Skare. Der Palast ist gleich hinter dem Fluss. Ich hatte echt den Namen vergessen von der quasi Organisation oder was auch immer Fenris ist. Also sie kennt es schon. Aber ja, die Revolutionäre werden nur benutzt. Also ich kann mir echt vorstellen, dass irgendjemand, wahrscheinlich Lech oder sonst irgendwer, getäuscht wurde, so und jetzt so versprochen wurde, dass er jetzt die glorreiche Revolution bringen kann und auf die Weise jetzt Polania wieder heldenhaft zurückerobert. Und die Polania hier quasi diese ganzen friedlichen Aufstände hier, wie es so schön am Anfang bezeichnet wurde, nichts anderes sind als Mittel zum Zweck, als Marionetten, um das Ziel zu erreichen. Ich bin bereit. Was auch immer Fenris verfolgt. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass Fenris das Ziel verfolgt, den Weltkrieg neu zu entfachen und alle gegeneinander aufzuhetzen. Wofür, wird sich zeigen. Aber es ist so das Offensichtlichste aktuell. Gute Idee. Gibt's neue Informationen? Ja, ist es wirklich der Fall, nur weil es das Offensichtlichste ist? Das scheint mir nämlich wirklich, ja. Viele haben mir auch gesagt, dass die Story echt nicht schlecht sein soll. Ist das Fenris? Ich weiß nicht. Period! Okay, diesen Mech habe ich noch nie gesehen. Ich habe ja hier und da ein kleines bisschen mal gespielt gehabt, zumindest so. Sollte kein Problem sein. Auch mal mich mit Russfjord und Sachsen hier einzuspielen, habe ich ein, zwei Skirmishes gemacht, dann habe mir auch mal alle Einheiten und Mechs angeguckt, so. Das Ding kenne ich nicht. Sag bloß, Fenris ist wirklich eine eigene Fraktion hier im Spiel, die bloß nicht spielbar ist. Neuesten technologischen Stand. Ich meine, ganz ehrlich, hier, wir haben ja gesehen, zu was für ein Cyborg Yannick geworden ist. Also Fenris scheint wahrscheinlich irgendeine geheime Organisation zu sein, die hochtechnologisch ist. Vielleicht steckt die sogar hinter dieser gesamten Geschichte, warum die Mechs überhaupt entwickelt wurden ursprünglich. Statt Fahrzeugen. Aber das ist ein Mech mit Gatlings und Lalalala. Also die Fenris sieht mir echt so wie so eine Hightech-Fraktion aus. Ich gehe besser in Deckung. Ah, ich, ja stimmt, ich kann jetzt den Tiger reiten.
Ich lege eine Sprengladung. Hier wird's ungemütlich! Uff! Schnell jetzt! Tut mir leid. Tschüss. Was war das? Ich weiß nicht. Komm, wir müssen San Nicolas finden. Hat die gerade Baka gesagt? Haben wir jetzt ziemlich zahlreiche Ziele. Was zur Hölle? Okay, jetzt allerspätestens jetzt sollte klar sein, dass das... Okay. Krass, die haben solche Stelzenläufer. Warum gibt es die nicht als eigene? Okay, wahrscheinlich sind die zu OP. Ich nehme mal an, das sind für eine vierte spielbare Fraktion, sind die zu OP. Vielleicht das gleiche Schicksal wie die brennende Legion in Warcraft 3. Dass man es ursprünglich vielleicht geplant hat, als Fraktion reinzubringen und dann ist aber doch irgendwie so in der Praxis sich jetzt schwierig rausgestellt hat, das zu balancen und richtig einzubringen und so. Na schön. Es gibt keine besseren Befehle. Einsatzbereit. So, ich komme mit dem Barker. Können noch ein paar mehr. Haben Sie schon einen Plan? Ein paar mehr russisch-japanische Fusionen eingehen. Kinderspiel. Ich bin bereit. Ich esse gern Sashimi mit viel Sojasauce. Ich gehe da drüben in Deckung. Tut mir leid. Jetzt habe ich mir einmal eingebildet, diesen Text, und seitdem kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf, immer wenn ich diese Hymne höre. Wir sind einsatzbereit. Alalala. Ah, okay, Zuboff ist auf unserer Seite. Bereit für Befehle. Primärziel erreicht. Neue Befehle. Was zur Hölle ist... Gegen ungepanzerte kräftig tragbare Railguns, meine Güte. Okay. Wo ist San Nicolas? Noch drin. Diese Podonki lassen nicht locker. Wir holen ihn. Ich halte sie auf. Wusste ich doch gleich, dass Podolski dahinter steckt. Oh, ist er. Wir spielen jetzt. Oh, jetzt deswegen verliere keinen Mech. Pioniere hier. Oh, wir können auch mit Pionieren ein paar. Ich weiß nicht, ob Barrikaden es wirklich so sehr bringen. Seid damit vorsichtig. Aber ein paar Minen sind keine schlechte Idee. Warte, hört, so nicht die Granaten Füße aufnehmen. Tragen. Danach könnt ihr doch keine Minen mehr bauen. Haben wir diesmal einen Plan? Hier sollte es sicher sein. Eine gute Rettung für den Kampf. Ich höre. Oh, Flammenwerfen. Erwarte Anweisung. Moment. Steckt wirklich Zuboff dahinter oder ist Zuboff tatsächlich jemand, der jetzt erstmal nur wie ein Bösewicht rüberkam, aber sein Ziel vielleicht wirklich war, Fenris aufzuhalten auf irgendeine Art und Weise? Ich meine, er wurde ja auch von Yannick unterstützt. Vielleicht ist Zuboff gar nicht so schlimm, ein skrupelloser Colonel oder Colonel. In einem geheimen Plan. Kann Gegner seinen Klingen und Kanonen erledigen, bleibt mit seinem Raketensprung immer in Bewegung, weil Laufen auch uncool ist. Ein neuer Auftrag? Bereiten wir Ihnen eine Überraschung. Was gibt's Neues? Die kriege ich nicht mehr rechtzeitig. Aber dafür haben wir doch ein paar Flammen dabei. Das sind ja die. Ich verbrenne sie zu Asche. Hui! Ja, das ist gut durchgerüstet. Es kann natürlich auch sein, dass Zuboff gar nicht dahinter steckt und Lech mit irgendjemand anderen kooperiert hat von Rusviets, der ein Verräter ist. Und Zuboff ist gar nicht mal so schlimm, wie man es von ihm angenommen hat. Und versucht sogar in seinem geheimen Plan, irgendwie Fenris aufzuhalten. Oh, hi. Brutzel. Oh, Anti-Mech-Waffen. Nicht den Rücken hin. Das ist eine schlechte Idee. Uff. So, hier, Schrotflinten zurück. Ja, das schaffst du nicht mal. So. Du hast passiv Blutrausch, schlecht. Gesundheit, wenn er Schaden im Nacken. Oh, der hat Life Leech. Wie genau ist das denn? Sprung! Macht das Schaden beim Auftritt? Das möchte ich mal ausgesetzt haben. Oi, der Feier. Wutz. Also, wenn das keinen Schaden macht, dann weiß ich auch nicht mehr. Das sieht impactvoll aus. Pioniere.
mehr hier. Die werden ihren Fort. Schnitzel. Denkt ihr, das tut mir irgendwas? Es gibt Dinge, von denen möchte man lieber nicht getroffen werden. Wer sind diese Bastarde? Was denkst du denn? Also, hat er sich doch eingemischt? Später. Okay, er weiß auf jeden Fall etwas. Wir sind einsatzbereit. Was er alles weiß, ist die Frage. Na los, zerk, zerk. Na los, zerk, zerk. Das ist die Mentalität, die ich hören will, Genosse. Infanterie-Vortrupp hier. Was immer notwendig ist. Neue Befehle. Ich weiß, er sagt zack, zack, aber man kann auch gerne ein zerk, zerk aushören. Eine weitere Mission. Weitere Pioniere. Ausrücken! Sind unterwegs! Was muss getan werden? Wir schauen mal, was sich da machen lässt. Ja komm, holen wir mal noch die Kanonen. Um Max auszuschalten, muss was zerstört werden. Hier drüben muss was erledigt werden. Wir machen den Weg frei. Bereit. Ein guter Ort für ein Feuer. Machen Sie Meldung. Ihre Zeit ist um. Erwidert das Feuer. Legt sie los. Hier bereit, Max zu jagen. Wutz. So, was sagt die Zeit eigentlich? Ja, wir sind, oh Gott, wir sind schon wieder bei 40 Minuten drin. Aber jetzt sind wir eher am Ende der Mission, von daher passt das. Dann machen wir es auf einen Part. Guck, guck. Wutz. Also, der Typ ist ein bisschen OP. Ich glaube, der könnte den Palast auch alleine verteidigen. Vor allem der Live-Leech macht dann alles nochmal besser. Robert, im Nahkampf ausschalten. Wir haben hier was für Sie. Hier geblieben. Ist noch nicht fertig miteinander. So, jetzt gibt's mal noch eine schöne Landung. Hui! Und. Hui! Ja, das macht gut Aua. Hallo, lololo, was ist denn hier alles los? Je eher, desto früher und so. Jetzt kommen ein bisschen viel von diesen Hightech-Dingern. Aber gegen sowas sieht's auch für die schlecht aus. Weiter hier drauf, du weiter hier, du bist zumindest gegen ihn gepanzert. Oh, Verstärkung! Nice. Das wird schon. Okay. Für dich nicht mehr, aber für den Rest wird schon irgendwie. Feuer! ...69 hier. Wow. Noch eine Welle? Das ist die Perfekte. Ullalala, Hallöchen. Wisst ihr was? Ich stehe so sehr auf euch, dass ich unbedingt bei euch landen muss. So. Ulla. Das sind ja quasi die Exoskelett-Einheiten, von denen nehme ich mal an. Und haben die überhaupt gewöhnliche Infanterie? Sind das. Sag bloß, das sind ja ihre Standard-Infanteristen. Das wäre ja noch. Das wäre noch kaputter. Dann will ich aber nicht die Exoskelett-Einheiten sehen. Könnt ihr mal bitte hier bleiben? Wir sind noch nicht miteinander fertig. Kameraden.
Ja, wunderbar. Damit hätten wir die Mission. Knarz macht der Stuhl. Ja, das hat soweit nicht geklappt, aber wie gesagt, da achte ich sowieso nicht so wirklich aktiv drauf. Alles klar. Eure Majestät, alles in Ordnung? Wo sind die anderen? Noch im Palast. Wir müssen sie finden. Yannick! Eure Majestät, ich melde 98 Soldaten und Wachen verloren. Samatov Poyatke? Nein, bin ich nicht. Die haben meine Männer vergiftet wie Ratten. Ungeheuerlich! Das war ein Angriff von innen. Man sagt, die Sicherheitsmaßnahmen waren unzureichend. Man gibt ihnen die Schuld. Skorre, hörst du mich? Victor! Ich habe Kaiser Friedrich telegrafiert, dass Fenris hinter diesem Attentat steckt. Er ist dafür, die Verhandlungen fortzusetzen, aber Rasputin hält das für unklug. Die größte Gefahr für unser Land ist nicht der Krieg, sondern die Revolution. Wenn wir dem Volk einen gemeinsamen Feind wegnehmen, sucht es sich vielleicht einen neuen. Wir führen also einen sinnlosen Krieg, um das Volk abzulenken? Dann wäre er ja nicht mehr sinnlos, nicht wahr? Das muss aufhören. Sie wissen, was zu tun ist. Blutdruck zu niedrig! Bogen, mehr Blut! Ich entbinde Sie von all Ihren Pflichten. Sie haben keine offizielle Position mehr inne. Ich hätte von Anfang an auf Sie hören sollen. Solange Fenris gegen uns arbeitet, gibt es keinen Frieden. Und vielleicht bald keinen Zaren mehr. Ich möchte, dass diese Leute enttarnt und vernichtet werden. Arbeiten Sie diskret, aber auch gründlich. Udachi. Bin schon dabei. Wir verlieren ihn! So eine Gelegenheit kriegen wir nie wieder. Schlüssel! So ist es gut. Jetzt heißt es doch. Udachi, Gesundheit. Okay, ja. Die Sachen sind etwas komplexer geworden, aber die nächste. Halt. Das schauen wir uns leider nicht beim nächsten Part an, aber wir sind jetzt schon so weit, dass Yannick cyborgifiziert wurde. Aber gut, dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen und wir sehen uns an dieser Stelle bei der nächsten Folge. Aber allgemein, ich glaube, mit Zuboff stimmt doch vieles. Ich glaube nicht, dass er jetzt insgeheim der Gute ist. Man hat schon gesehen, wie er jetzt noch versucht hat, den Zahn zu töten. Und so schon gesagt hat, so verdammt, als er noch rechtzeitig rausgekommen ist. Der steckt doch irgendwo so noch ein bisschen damit dahinter. Wie sehr und wie stark ist eine gute Frage, aber er hat auf jeden Fall noch gut mit dem ganzen Spaß zu tun. Und ganz ehrlich, jetzt hat man die mal ein bisschen näher gesehen, die Fenris. Die können direkt so auch aus Wolfenstein kommen. Schaut jetzt schon ein bisschen arg weird aus, also schon arg übertechnologisch. Aber ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Moderne Zeiten.